gleich wieder, weiter geht's. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Den Dungeon machen wir jetzt noch. Ich kann das Geräusch nicht zuordnen. Von dem Gegner. Viecher. Schwanz um die Ecke. Hätte man nicht Mana-Tränke nehmen müssen. Das ist halt die Müdigkeit jetzt. Wie viele Mana-Tränke haben wir noch? 6 reicht. Da ist einer, da ist einer. Erzähl mir nicht, dass das alles Gegner sind da unten. Der Hände, der hier gelaufen ist. Ah,
Ah ja, den haben wir ja hier gemacht. Okay. Stehe. Dann haben wir den Bossraum gefunden. Gut. Also nochmal zurück. Hier oben liegt ja auch noch was. Hier runter. Flugscheußeil Asche. Okay. Das sind Flugscheuße alle. Gut zu wissen. Rechts ist was anscheinend. Also es ist ja bis jetzt kein schwerer Dungeon. Wahrscheinlich wegen dem Endgegner. Das ist schwer. Was sehen wir ja gleich. Da können wir uns droppen lassen. Da unten ist ja der Endgegner. Nehmen wir unsere Asche. Bleiben erstmal bei dem schnellen Cast. Prepotten. Zwei Gegner. Währenddessen die Parfümiererin rot gemacht wird von anderen, ist ja alles okay. So, sehr gut. Und first try. Asche der Parfümierer. Was? Parfümiererin und Resia. Okay. Das war kein schwerer Dungeon. Der war mal echt einfach. Weil die Gegner waren gut hörbar. Das heißt, man konnte, also wenn man mit Headset das hört, man kann genau orten, wo der Gegner der nächste um die Ecke sitzt und wo nicht. Deswegen war das richtig einfach. Und das hat mich jetzt motiviert. Außerdem habe ich die Tür aufgemacht mit frischer Luft und ich habe mir eiskaltes Trinken hier hingestellt. Wie gesagt, mit den Schmerzen weiß ich eh, dass ich nicht schlafen kann. Also mach mal so weit, wie ich kann. So. Verlassener Sarg. Das mal ganz. Ne, ist egal. Wir reiten einfach durch das Wasser wieder. Wir können hier nochmal hinten an der Wand lang reiten. Die Ruinen haben wir ja erkundet. Die Blumen, die lassen wir links liegen. Hier geht's ja auch wieder zum Ruinen nur. Was bist du? Ah, du bist einer von denen. Oder? Bist du Gegner? Ja. Ah, komm. Goldrover. Alter, war noch eine Goldrover. Goldrover ist eine mitnehmen. Und dann gehen wir hier am Rand lang. Gucken wir nochmal, ob da was entdecken. Goldrover.
Güte. Einmal nix. Bin mal gespannt, wie groß die Wölfe hier oben am Plateau sind, ne? Blutrosen. Das ist alles für Objektherstellung. Da liegt was in der Mitte. Und hier ist eine Höhle. Gut, dass wir mal am Rand lang sind. Nächster Dungeon. Höhle der Weisen. Gucken, was uns diesmal erwartet. Sind wir voll? 3, 8, ja, sind voll. Brauchen wir uns jetzt hinsetzen. Es werde Licht. Und dann schleichen wir uns rein. Schleichen, schleichen, schleichen. Okay. Geheimgänge. Skelette. Nee, doch, oder? Ja, Skelette. Hallo. Okay, keine Nekros. Das war ja offensichtlich. Gehen wir erstmal da, ne? Zwei Truhen? Das ist auch wieder so eine Verarschung, oder? Zwei Truhen? Mal einen Stern nicht an, wenn wir E-Skelette haben, können wir mit dem Schwert rumlaufen. Eine verlorene Kriegsasche zum Traktieren, gut. Verjüngende Bodi, okay, deswegen zwei Truhen. Goldene Rune. Die ganzen Glühwürmchen. Da kann man die Tür aufmachen. Jawohl. Sehr gut. Das ist wieder. Ihr Truhen. Lol. Ja, aber habt ihr eben gesehen, da war noch, da war noch bei dem Wasserfall was? Schwarze Kapuze? Okay. Kerzenbaumholzschild. Und Schmetterling. Die Kapuze gucken wir uns nochmal an. Schwarze Kapuze? Was war da? Kapuze? Weißen Kapuze. Muss die schwarze Kapuze? Da. Okay. Nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückgehen sollten. Erst beim Wasserausfall. Das ist die Müdigkeit. Vom Wasserfall aus hat man ja noch gesehen, dass man da was machen kann. Kommt mir mal hinterher. Oh, ich wollte nicht ganz dran. Nein, gut. Ist auch nicht so toll von mir. Aber auch nicht. Richtig schlecht.
Also hier muss man ganz genau gucken. Hier ist wahrscheinlich ganz viel zu entdecken. In der Höhle. Ich gehe jetzt immer noch nicht zurück. Mit Absicht. Weil hier noch nicht irgendwie irgendwo runterspringen mussten. Raptorkrallen. Drachenmundfett. Wir gehen noch mal ganz kurz hier rein, nicht, dass wir hier irgendeine versteckte Wand übersehen haben. Nee, sieht nicht so aus. Gehen wir weiter. Und das ist immer genau da, wo wir eben nämlich von oben drauf geguckt haben. Gehe ich von aus. Richtig? Richtig. Das sieht das so aus. Dann nehmen wir mal. Weiter. Da war ein Loch. Ich bin zwar noch gesprungen, die Reaktion hatte ich doch, aber es hat nicht gereicht, weil wir geschlichen sind. Okay. Da können wir das ja abkürzen. Wir haben ja den ganzen Loot schon abgegriffen. Mal direkt runterspringen. Oh Mann. Wie doof. Spitzschaden machen. Nicht! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Sprung nicht schaffbar ist. Naja, es waren nur 20.000 oder so. Wir hatten ja gerade erst Level Up gemacht, bevor wir die eine Instanz gestartet haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der nicht schaffbar ist. Naja, gut, dann klopfen wir uns doch schnell durch. Falschen Tasten. Also das ist echt der letzte Dungeon. Ich mach zu viel Scheiß gerade. Drück nur die richtigen Tasten. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, hier aufpassen, springen. Sonst stirbt man. Gehen wir erstmal in die Richtung. Ist das nur hier oder ist da? Da ist auch was. Ja. Hab man schon gesehen. Raupf, schwarze Raupfvogelfeder. Skelettmaske. Skelettmaske. Das hört sich ja mal. Okay. Und die Raupen.
Gut, wir sind aber trotzdem bei mittlerer Last, deswegen habe ich ja das schwere Zeug sowieso schon an. Geht nochmal zurück. Noch nicht den Geheimgang haben, wir gehen erstmal hier rüber. Boss! Okay, bevor wir Boss machen, gehen wir doch nochmal hier lang. Ach, ist auch Boss. Hä? Okay. Briefhotten. Wir machen nochmal Sternlicht an. Es ist bestimmt dunkel da drin. Wählen den richtigen Stab aus, unseren Steinkars und Ranger. Wen haben wir hier? Bist du? Zauberer. Oh, der hält ja gar nichts aus. Sieht hier die Schnecke da. Und den Schädel, der mich verfolgt. Und da ist er tot. First try. War ein Nekromant. Köpfe der Familie haben wir da bekommen. Was ist das denn? Köpfe der Familie. Das ist ein Pflege. Familiärer Groll. Okay. Aber ich muss sagen, das war ein cooler Dungeon. Hier noch irgendwas zu. Uhalala. Vielleicht ist hier noch was versteckt. Warum sind das zwei Eingänge jetzt eigentlich gewesen? Sind das zwei Bosse? Ich könnte mal zurückgehen, warte mal. Das sind aber keine zwei Bosse jetzt, oder? Andere Nebel müsste da auch weg sein. Ne, sind zwei Bosse. Einmal der eine und einmal der hier. Ne, 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 Assassin. Ich hab keinen Bock auf Assassin. Ne, 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 jetzt noch. Wo ist er denn? Er hat's entdeckt. Wo ist er denn? Vielleicht sollten wir einmal unsere Meister-Assassinen das machen lassen. Schon klar, dass du den selben Skillset fast hast wie der andere. Ist ja gut. Ist ja gut. Kann man auch nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Schleier. Verhüllender Schleier. Aber crazy, dass in der Höhle zwei Bosse, zwei verschiedene Bosshöhlen gibt. Verbirgt den Träger beim was? Verbirgt den Träger beim Wegducken von Gegnern. Das ist doch falsch übersetzt, oder? Verbirgt den Träger beim Wegducken von Gegnern. Also wenn ich mich ducke und hab das Ding an, dann können sie mich nicht sehen. Aber dann haben wir jetzt alles in der Höhle erkundet, ne? Wir haben zwei Bosse gefunden.
könnt ihr nochmal gucken, ob es irgendwas da unten noch gibt. Außer tot. Da ist aber nichts mehr. Von da ist man ja gekommen. Hier ist auch keine auffällige Wand mehr. Da haben wir beide. Da haben wir alles gemacht. Ja. Das war eine coole Instanz. Das war eine richtig coole Instanz. Jetzt schließen wir noch unsere Erkundung ab bis zu Gnade bei den Särgen. Das heißt, nach links müssen wir noch reiten und dann müssen wir gucken. Oh, nehmen wir mit. Sehr gut. Also hier das Stückchen nehmen wir noch mit. Gucken wir uns noch an. Zum allerletzten Abschluss gehen wir nochmal zu einer, weil mir das jetzt gerade einfällt, zu einer Drachenkommunion Altar und kaufen uns da die letzten Sachen. Wir haben halt ja wieder ein paar Drachen gemacht. Ah, guck mal, die Wölfe sind nicht größer als sonst. Sind gleich groß. Habe ich eigentlich die Markierung noch da auf dem Map? Ach, das ist hier unten. Ja, das ist mal unten. Alles klar, passt. Da gehen wir morgen hoch. Das sehe ich mir von morgen auf. Wo es dahin geht. Hier sind wir wieder bei der Gnade. Die Hütte? Also, das ist ja nur der Aufzug. Ja, dann haben wir alles. Jetzt hier das Stückchen haben wir erkundet. Den Aufzug haben wir noch nicht gemacht. Also wir haben sogar noch das Stückchen erkundet hier. So. Aber jetzt porten wir mal. Ich weiß nicht, ob es in der das gab. Bin mir gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall der ätzende Gegner. Da. Genau, da. Dann haben wir das alles gekauft. Und noch eine Drachenkommunionsaltar gab es ja jetzt bis jetzt dann nicht. Dann haben wir hier nicht hier auch wirklich alles hundertprozentig vollständig, denke ich. Der Unterdrachenkommunionsaltar, den haben wir ja gemacht. Und hier oben habe ich ja keinen weiteren entdeckt bisher. Achso, das wollte ich noch checken. Wir haben ja jetzt dem einen die Schlüssel gegeben, ob der jetzt hier ist und vielleicht kann der ja uns was Neues beibringen. Das ist mein Gedankengang. Ist er jetzt hier irgendwo? Nee, schade. Wie ist der Tod? Oder so, ne? Ne, da haben wir.
haben wir das, haben wir alles gemacht. Ne, dann machen wir morgen. Ist das der oder der? Ne, muss ja der sein. Machen wir morgen hier weiter. Können ja parallel, also anstatt morgen vielleicht, ich weiß nicht, ob wir hier dann weitermachen oder ob wir morgen anfangen hier mit dem Aufzug. Vielleicht fangen wir auch mit dem Aufzug an, weil ich gehe mal davon aus, dass das einfach zwei verschiedene Wege sind, dass du auf das Plateau gelangen kannst. Je nachdem, ob du nämlich den Aufzug nutzen darfst, ob du schon so weit gebessert hast, dass du beiden Scheiben schon gefunden hast. Wenn du die nicht hast, musst du quasi den Weg gehen, den ich heute jetzt hier hochgegangen bin, gehe ich von aus. Werde ich auch morgen überprüfen. Ansonsten geht man über den Aufzug normalerweise. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Das ist nur jetzt eine Vermutung. Werden wir morgen mal gucken. Aber ich gehe mal von aus, dass der Aufzug auch zu dem Plateau geht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, guckt gerne wieder rein. Eine schöne gute Nacht.